Noch ist tiefster Frieden in der Porta Westfalica. Man freut sich über die wunderbare Natur, ahnt vielleicht, dass schlimme Zeiten bevorstehen könnten. Ohne Fernsehen, Internet, Smartphone und andere moderne Errungenschaften wollte damals der Wissensdurst eines Jungen trotzdem befriedigt werden. Und sie hieß es dann oftmals: Opa, erzähl doch mal was von früher. Interessante Geschichten fesselten, darunter auch über die erschreckenden Erlebnisse im Ersten Weltkrieg. Krieg gehört zum Schlimmsten, was dem Menschen geschehen kann. Opas Erkenntnis. Und das konnte man verstehen. Am 1. September 1939 verkündete Adolf Hitler dann im Rundfunk: Halt! 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen! Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Da wird mancher Jugendliche etwas verwirrt gewesen sein, denn Krieg sollte ja etwas ganz Schlimmes sein. Doch da war ja die Schule, in der man schnell lernte, dass ein verlorener Erster Weltkrieg nicht zu vergleichen sei mit den bevorstehenden ruhmreichen Feldzügen einer unbesiegbaren Armee des genialen Feldherrn Adolf Hitler. Der Jugend gehört die Zukunft. Das war damals das Motto. Und so wurden alle Jungen und Mädchen ab 10 Jahre zwangsweise Mitglied der HJ bzw. des BDM, wobei der Zwang durch Propaganda und Werbung, aber auch durch das, was dort geboten wurde, geschickt versüßt wurde. Großartige Plakate zeigten fröhliche Jungen und Mädchen in eindrucksvollen Uniformen. Blond, blaue Augen. Sie verkörperten die arische Rasse. Sie sollten die Offiziere von morgen sein. Schon als 10-Jährige dem Führer dienen. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl. Das sollten ihre Eigenschaften sein. Zum Führer sollte man Vertrauen haben. Schließlich zeigten doch Bilder sein scheinbar herzliches Verhältnis zu Kindern. Solche Bilder sah man erst nach dem Krieg. Der schwerste Panzer geht in Brand, nimmst du die Panzerfaust zur Hand, hieß es, und man lernte, diese Waffe zu bedienen. Der Pimpf war eine Zeitschrift, die die Jugend auf mögliche Einsätze zur Verteidigung des Vaterlandes vorbereiten sollte. Gemeinsam wurden Lieder gesungen, zusammengefasst in dem Heft Pflichtlieder der Hitlerjugend. Bekannte Titel waren: Ein junges Volk steht auf zum Sturm bereit und Es zittern die morschen Knochen. Die Pimpfer haben wohl aus Überzeugung gesungen, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Aber in der Originalfassung heißt es: Heute daher und Deutschland und morgen die ganze Welt. Die Hitlerjungen hatten zunächst grüßen und auch marschieren gelernt. Solange sie das nicht konnten, wurde auf dem Schulhof geübt. Dann zeigte man sich im ganzen Dorf, manchmal sogar singend. Marschieren macht aber erst richtig Spaß, wenn vorn eine Musikkapelle spielt. Und dafür gab es den Fanfarenzug. Zur Freude der Hitlerjungen waren im Barkhausen hübsche junge Mädchen Mitglied des BDM. Neben Spiel und Spaß war es ihre wichtigste Aufgabe, hauswirtschaftliche Fähigkeiten zu erlernen, um sie für ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vorzubereiten. Gehorsam, Disziplin, Pflichterfüllung, Opferbereitschaft und Körperbeherrschung, das waren die Ziele. Fliegen, nicht nur ein alter Menschheitstraum, auch Hitlerjungen wollten den Luftraum erobern. So meldete sich mancher zur Flieger-HJ. Auf dem Flugplatz Minderheide lernten sie im offenen Schulgleiter SG 38 und später im Grunau-Baby das Fliegen und konnten dann die Abzeichen mit 1, 2 oder 3 Schwingen als Zeichen der bestandenen A-, B- oder C-Prüfung tragen. Es bestanden weitere Sondereinheiten der HJ, wie im hiesigen Bereich die Nachrichten-HJ. Die Heimat zu verteidigen war Ehrensache für die heranwachsenden Männer. Es galt, in der Heimat Angriffe aus der Luft abzuwehren.
Flakhelfer wurden gebraucht und das waren oft frühere Hitlerjungen und Schüler der oberen Klasse höherer Schulen. Bald wurden auch die früheren BDM-Mädchen als Lazarett, Luftschutz und Landhelferinnen und auf vielfältige andere Weise in den Kriegseinsatz einbezogen. Als Blitzmädchen waren sie in der Nachrichtentruppe der Wehrmacht willkommen. Sie trugen schmucke Uniformen. Musste man da nicht einfach mitmachen? Und alle Bilder mit. Kurz, lang, kurz, kurz, die da, die dit. Ich liebe dich, nach dem Klangbild ausgesprochen, so das Morsezeichen L. Radios waren teuer und so gab es bald den Volksempfänger, auch Goebbels Schnauze genannt. Schließlich war die Stimme Goebbels, des Propagandaministers, hier oft zu hören. Der Einfluss der Machthaber auf die gesamte Bevölkerung war enorm. Presse und Rundfunk standen unter Kontrolle. Mit dem Erwerb des Gerätes wurden schwere Zuchthausstrafen angedroht für den Fall, dass man ausländische Sender hört. Trotz aller Strafandrohungen wurde BBC London oft gehört. Das Erkennungszeichen. Sehr beliebt waren damals Kinobesuche. Vor dem Hauptfilm gab es die Wochenschau, in der es zu sehen galt, was man sehen durfte. Siegreiche Kämpfe und Vormärsche deutscher Truppen wurden ebenso gezeigt, wie auch die Erfolge von U-Booten und Stukas. Immer waren fröhliche Soldaten zu sehen. Oftmals wurden sie wie Helden dargestellt, auf die man stolz sein konnte. So sollte der Eindruck entstehen, dass der Endsieg nur noch eine Frage der Zeit sei. Auch die Hauptfilme zeigten heldenhafte Soldaten in ihren erfolgreichen Kämpfen. Vorbilder für die deutsche Jugend, die dazu angeregt werden sollte, es ihnen gleich zu tun. Ein besonderer Film war Jud Süß mit der Hauptdarstellerin Christina Söderbaum. Hübsch, blond, blauäugig. Sie wurde von einem Juden geschändet und ging erfolgreich ins Wasser, um zu sterben. Da sie diese Art zu sterben mindestens dreimal in Filmen wählte, gab man ihr bald den Namen Reichswasserleiche. Raucher sammelten Bilder, die in ein Album geklebt wurden. Adolf Hitler ein Titel, Deutschland erwacht ein weiterer. So sollte Nazi-Ideologie verbreitet werden. Raubstaat England verunglimpfte unsere damaligen Feinde. Bilder zeigen, wie farbige Menschen misshandelt werden. Winston Churchill, Premierminister von 1940 bis 1945, stellte man als Karikatur dar. Für die Jugend gab es für 20 Pfennig Hefte im DIN A5-Format, in denen auf etwa 30 Seiten von glorreichen Kämpfen deutscher Soldaten berichtet wird. Mehr als 150 dieser Hefte wurden herausgegeben. Sie wurden gesammelt, getauscht, verliehen. An längst vergangene Zeiten sollten 88 Ausgaben der Kolonialbücherei erinnern. Die Errungenschaften der NSDAP wurden besonders herausgestellt. KDF, Kraft durch Freude, schien ein Zauberwort zu sein, das von der Zielsetzung her sicherlich beeindruckte. Wer arbeitete, sollte sich auch erholen können. Reisen in fremde Länder lockten ebenso wie Wanderungen in der Heimat. Ein sehr erstrebenswertes Ziel war das eigene Auto. Jeder sollte es sich leisten können. KDF-Wagen hieß der Volkswagen, den man durch den Kauf von Sparmarken finanzieren könnte. Beinahe alle Sparer haben vergeblich auf die Erfüllung ihrer Wünsche gewartet. Über die Eröffnung neuer Autobahnstrecken wurde in Presse, Rundfunk und Wochenschau ausführlich berichtet. Alles, was irgendwie werbewirksam für die Machthaber erschien, wurde so dargestellt, als hätte man es allein dem Führer zu verdanken. Auch die Kinder sollten dem Führer dankbar sein, wenn sie fröhlich im Wege der Kinderlandverschenkung aus der Stadt aufs Land gebracht wurden, um vor Bombenangriffen sicher zu sein. Doch die Lehrer fuhren mit, der Unterricht ging weiter und bald stellte sich Heimweh ein. Man durfte und sollte über alles Positive berichten, doch es gab auch Geheimnisse.
Feind hört mit, die Warnung. In Barkhausen gab es ein Geheimnis um einen Neubau. Das Fachwerkhaus steht noch heute an der Edelweißstraße. Es sollte aussehen wie ein Bauernhaus, doch meterdicke Wände deuten darauf hin, dass hier etwas Besonderes betrieben wurde. Es war eine Fernsprechvermittlungsstelle, die später von den Besatzungsmächten übernommen, weiter ausgebaut und betrieben wurde. Das Mitgliedsbuch der NSDAP sollte jeder besitzen. Man trug das Parteiabzeichen. Besondere Positionen im öffentlichen Leben wurden nur an Parteigenossen übertragen. Man sollte Mitglied werden im NS-Lehrerbund, in der NS-Frauenschaft, im NS-Studentenbund, in der NS-Volkswohlfahrt, in der Deutschen Arbeitsfront und so weiter. Das Winterhilfswerk war ein Projekt der NSV, das bedürftige Deutsche unterstützen sollte. Vor der Skala in Minden, Parteigenossen sammeln. Parteigenossen gingen von Haus zu Haus und sammelten Spenden. Kleine Anstecknadeln mit unterschiedlichen Motiven, von Kindern gern gesammelt, gab es als Belohnung. Auch ein Eintopfsonntag sollte Spendengelder einbringen und die Volksgemeinschaft stärken. Eine geradezu verbrecherische Organisation war die Vereinigung Lebensborn e.V., die nicht nur anonyme Entbindungen ermöglichte, sondern auch Kinder, wenn sie sogenannte arische Merkmale trugen, aus den besetzten Gebieten verschleppte und eindeutschte. Auch in Minden lebte eine junge Frau, die man als Kind aus Polen verschleppt hatte, der man ein neues Geburtsdatum gab und ihren Namen von Janina Kunstowitz in Johanna Kunzer änderte. Der Spiegel berichtete auf 3 Seiten in seiner Ausgabe vom 30.03.1950 über ihr Schicksal. Auch in einer umfangreichen Ausstellung im Mindener Rathaussaal wurde ihr Schicksal und das anderer Lebensbornkinder dargestellt. Viele Kinder sollten die Zukunft Deutschlands sichern. Mütter wurden besonders geehrt und mit dem Mutterkreuz ausgezeichnet, wenn sie mindestens 4 Kinder geboren hatten. Bei 8 Kindern bekam sie sogar das goldene Mutterkreuz. Das Regime der Nationalsozialisten kannte offenbar nur Freunde oder Feinde. Zu den Feinden gehörten insbesondere die Juden. Bereits die Kinder wurden so erzogen, wie ein Bilderbuch zeigt. Juden hatten einen gelben Stern sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstückes zu tragen. Juden, aber auch Sinti und Roma wurden verfolgt, entrechtet und getötet, wie auch Bibelforscher, Homosexuelle, Geisteskranke und Behinderte. Isolation, Ausgrenzung und Entrechtung sollten die Folgen sein. Bald zeigte sich, dass der Bau der Autobahnen für einen Krieg von großer Bedeutung sein sollte. Blitzkrieg nannte man noch die Eroberung Polens, doch der Krieg ging weiter. Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 und damit waren große Strecken zu überbrücken. Die Soldaten waren weit entfernt an der Front, die jungen Frauen in der Heimat. Man hatte Sehnsucht. Was konnte sie verbinden? Manche junge Paare hatten einen Blick in den Sternenhimmel vereinbart. Zu einer bestimmten Zeit einen ganz bestimmten Stern betrachten und sie fühlten sich verbunden. Geradezu ein Phänomen war das Lied von Lili Marleen, gesungen von Lale Andersen. Jeden Abend, kurz vor 22 Uhr, war diese Erkennungsmelodie des Soldatensenders Belgrad zu hören. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen bei der Laterne. Das Lied Lili Marleen wurde auch von den damaligen Gegnern gehört und mit eigenem Text gesungen. Unmittelbar nach dem Krieg wurde Lale Andersen von den Siegern eingeladen, das Lied vor den Soldaten zu singen.
Immer wieder kam im Dorf die Nachricht an, dass ein Soldat für Führer, Volk und Vaterland in treuer, soldatischer Pflichterfüllung den Heldentod gestorben ist. Wie aus der Chronik von Fritz Franzmeier hervorgeht, sind 165 Barkhauser Bürger im Zweiten Weltkrieg gefallen. Für die Soldaten gab es Auszeichnungen, die den Kampfeswillen fördern sollten. Eisernes Kreuz, Ritterkreuz, Ostmedaille, auch Gefrierfleischorden genannt, und das wenig beliebte Verwundetenabzeichen. Der Krieg rückte näher, feindliche Flugzeuge waren am Himmel zu sehen, Luftschutz war angesagt. Kellerräume wurden mit Holzstempeln und Querbalken als Luftschutzkeller eingerichtet. Auf den Hausböden standen Luftschutzspritzen, Feuerpatschen, Eimer voll Wasser und Sand zum Löschen bereit. Gegen Sprengbomben war man machtlos. Brandbomben, etwa 57 cm lang, konnte man selbst löschen und das wurde geübt. Gefährlich, wenn sie eine bestimmte Farbmarkierung trugen, dann explodierten sie nach einer gewissen Zeit. Voralarm, Vollalarm, akute Luftwarnung, so wurde die Bevölkerung durch Sirenen alarmiert. Über Drahtfunk gab es noch den Luftlagesender Primadonna. Von der Schraube am Boden eines Telefons wurde eine Drahtverbindung zum Antenneneingang eines Radios gelegt und schon konnte man im Langwellenbereich die Meldungen empfangen. Feindliche Bomberverbände im Anflug auf Gustav Siegfried IX konnte die Meldung sein. Dann hatten die feindlichen Flugzeuge bald Minden erreicht. Wenn dann 800 Bomber im Anflug waren, manchmal Kondensstreifen ziehend, war das ein Eindruck, den man kaum beschreiben kann. Erschreckend und bedrohlich das auf- und abschwellende Brummen der 800 mal 4 Motoren mit je 900 PS. Bald fielen die ersten Bomben in Barkhausen an der Lannert, ohne größeren Schaden anzurichten. Man hatte schnell gelernt, die Flugzeugtypen zu erkennen. Die fliegende Festung B-17 und die Liberator B-24 flogen überwiegend die Luftangriffe auf Deutschland. Das Ziel der Bomber war oftmals Berlin oder Hannover, aber manchmal, wie bekannt ist, auch Minden. Eine Luftaufnahme vom Bombenangriff auf das Wasserstraßenkreuz zeigt eindrucksvoll den Bombenteppich, von dem Leteln betroffen wurde. In den Trümmern dieses Hauses auf dem rechten Weserufer in Minden überlebte nur ein 3,5-jähriges Kind. Mutter, Großmutter, Schwester kamen ums Leben. Sonderurlaub für den Vater. Dann musste er wieder an die Front. Die Flak schoss auf die feindlichen Flugzeuge. 10 Ringe zeugen von 10 Abschüssen. Wer sich im Freien aufhielt, setzte sich großer Gefahr durch herabfallende Granatsplitter aus. Der Pilot eines abgeschossenen feindlichen Flugzeugs landete mit dem Fallschirm auf einem Dach an der Edelweißstraße in Barkhausen. Auch eine deutsche Mi-109 wurde von den Gegnern abgeschossen und stürzte ab an der sogenannten Kuhtränke. Der Pilot kam ums Leben. Nachts beleuchteten große Scheinwerfer den Himmel, um für die Flak die Ziele zu markieren. Der Luftschutz hatte eine große Bedeutung. Besonders die Frauen hatten dafür zu sorgen, dass alles Notwendige vorhanden war. Und Lala Andersen sollte wieder Hoffnung machen. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Ein dunkles Kapitel Barkhauser Geschichte begann, als das KZ-Lager Neuengamme eine Außenstelle im Saal des Hotels Kaiserhof errichtete. Hier wurden zeitweise bis zu 1600 Häftlinge untergebracht, die unter unvorstellbaren Bedingungen im Denkmalstollen und in den unterirdischen Anlagen im Wesergebirge arbeiten mussten. Hier leben die Toten. So wurden neue Häftlinge schon bei ihrer Ankunft auf das hingewiesen, was sie hier zu erwarten hatten.
In der Hitlerjugend hat man natürlich über diese Häftlinge gesprochen und erklärt, dass sie Verbrecher und Volksschädlinge wären. Welche Verbrechen man ihnen vorgeworfen hat, das war an einem farbigen Dreieck, das sie neben einer Nummer auf einer gestreiften Sträflingskleidung trugen, zu erkennen. Der Denkmalstollen, früher ein Steinbruch, wurde zu einer Fabrikanlage ausgebaut und bekam den Tarnnamen Stör 2. Hier wurden von der Mindener Firma Dr. Böhme und Co. Kugellager hergestellt. Außerdem sollte der Panzerschreck, eine Panzerabwehrwaffe, hergestellt werden. Unterernährt und gepeinigt mussten die Häftlinge in den Stollen arbeiten. Eine besondere Rolle spielte dabei der berüchtigte Kapo Schorsch, Georg Knögel, der für seine Brutalität bekannt und für Hinrichtungen zuständig war. Man kannte ihn im Dorf ebenso wie den Lagerleiter Hauptsturmführer Hermann Wicklein, der untergetaucht ist, und den SS-Rottenführer Hermann Nau. Knögel und Nau wurden später wegen ihrer Vergehen von den Besatzern hingerichtet. Strahlend aufgehen sollte die nationalsozialistische Sonne über der Porta Westfalica. Doch daran glaubte niemand mehr. Es war immer noch Krieg. Die deutschen Truppen waren an allen Fronten auf dem Rückzug. Propagandaminister Goebbels rief auf zum unbarmherzigen Kampf. Wollt ihr den totalen Krieg? Jetzt sollten auch ältere Männer im Volkssturm das Vaterland retten. Hitlerjungen wurden auf einen möglichen Einsatz vorbereitet, zum Beispiel als Meldegänger. Kinder wurden von Hitler mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Mit der Panzerfaust gegnerische Panzer zu vernichten, das würde jeder können, auch Frauen. Und das wurde geübt. Die Presse rief auf zum unbarmherzigen Kampf, wie in der hier gelesenen Zeitung Westfälische Neueste Nachrichten. Das sind Berichte, die von Januar bis April 1945 gelesen werden konnten. Noch am 3.4.1945 wurde über Freiheitskämpfer berichtet. Viel eindrucksvoller als die Durchhalteparolen waren die Sterbeanzeigen. Von den 25 Anzeigen am 3. Februar 1945 zeigten 23 das Schwarze Eiserne Kreuz für Personen, die gefallen oder sonst durch Kriegseinwirkung verstorben waren. Und auch die bekannte Sängerin Zara Leander wollte Mut machen. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Trotz schwerster Belastungen durch einen heimtückischen Bombenterror erfüllt das deutsche Volk pausenlos weiter seine Pflicht. Laufend rollt der Nachschub in die Kampfabschnitte der Ostfront, wo den deutschen Soldaten ein Gegner anrennt, der in den deutschen Städten und Dörfern mit einer Bestialität haust, die in der Geschichte der Menschheit kaum ein Beispiel findet. Im Vordergrund ein unschädlich gemachter Stalin-Panzer. Leichte und schwere Flak bekämpfen Panzer und aufgesessene Infanterie. Dieser erheblich verwundete Sturmgeschützfahrer sitzt, kaum dass er verbunden ist, wieder auf seinem Fahrzeug. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation.
Als man von fern Kanonendonner hörte, glaubte längst keiner mehr an den Endsieg. Die alliierten Truppen würden bald auch die Porta Westfalica erobern. Man suchte Schutz in der Wolfsschluchthöhle und im Luftschutzstollen an der Kaiserstraße. Der Denkmalstollen war für die Bevölkerung freigegeben. Zahlreiche Barkhäuser schliefen hier unter den großen Drehmaschinen. »Die Amerikaner sind da«, hieß es plötzlich. In einer Gefechtspause wagte man sich ins Dorf, sah fremdartige Panzer und Kraftfahrzeuge, erstmals auch farbige Soldaten. Dann die erschreckende Feststellung. Die Grüne Brücke und die Kettenbrücke sind von deutschen Soldaten gesprengt worden. Die alliierten Truppen hatten südlich der Grünen Brücke die Weser überquert und danach eine Pontonbrücke in der Nähe der zerstörten Kettenbrücke erbaut. Kurz darauf, nur für wenige Tage, wurde in Verlängerung der Fährstraße eine weit größere Pontonbrücke für den Schwerlastverkehr erbaut. Die Nazi-Herrschaft war vorbei. Wir kommen als siegreiches Heer, jedoch nicht als Unterdrücker, brachte General Dwight D. Eisenhower in einer Proklamation zum Ausdruck. Militärregierungsverordnungen bestimmten fortan das Leben der deutschen Bevölkerung. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Hitler und sein Regime hatten Deutschland in die schlimmste Niederlage seiner Geschichte geführt. Das Oberkommando der Wehrmacht bestätigte die Niederlage und versuchte ein letztes Mal, die Ehre der deutschen Wehrmacht zu retten. Ein vergebliches Bemühen. Das Ende des Krieges und endlich Frieden waren die tiefsten Empfindungen der Menschen in unserer Heimat. Eine schwere, entbehrungsreiche Zeit stand ihnen noch bevor.